Servus Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banuki on the Road, hier live aus Minga. Für alle, die nicht wissen, was es heißt, Minga heißt so viel wie Nordrhein-Westfalen. Ja, natürlich. So, hier kommt unsere Frage zur heutigen Spielrunde von Des Wahnsinns fette Bräute. Und zwar lautet die Frage, warum ändert sich fast jedes Jahr die Telefonnummer von Real Madrid? Wie, von der Zentrale oder was? Real Madrid, der Verein. Die Zentrale oder was? Nee, von jedem einzelnen Spieler. Ah ja, klar, die Zentrale. Warum ändert sich die Telefonnummer von Real Madrid jedes Jahr? Also wenn du die Frage so wiederholst, wie ich sie gerade gestellt habe, führt uns das kein Stück weiter. Doch, führt uns dahin weiter, dass ich die Frage erstmal kapieren muss. Okay. Okay. Also machen wir eine Extrasendung draus, oder was? Die Nummer ändert sich jedes Jahr. Jedes Jahr. Die ziehen aber nicht jedes Jahr um. Du kannst ja auch Nummern mitnehmen. Doch, doch, das Stadion wird jedes Mal wird irgendwo anders hingehauen. Hat vielleicht jedes Jahr. Wanderpokal. Hat jedes Jahr einen neuen Mitarbeiter, der die Zentrale betreut? Nein. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Also, Real Madrid. Genau. Kennst du. Jedes Jahr. Schon mal gehört von. Warum soll ich denn die Telefonnummer jedes Jahr? Das ist bescheuert. Warte mal. Es ist doch so. Die machen das aus Sicherheitsgründen, weil nämlich die, die haben ja Weltstars in der, bei Real Madrid. Und diese Weltstars wollen. Wer denn zum Beispiel? Mir fällt jetzt keiner ein. Okay. Ja. Weltstars. Mir fällt keiner ein. Ja. Und Lieblingsspieler von Real Madrid? Ist Thomas Müller. Und also der von dem Verein Real Madrid ist der Lieblingsspieler Thomas Müller. Aber der hat Dina gespielt. Ach, warum frage ich? Ja, genau. So. Und weil die nicht belästigt werden wollen, nein, ständig, wird die Nummer verändert. Ja, super. Die hatten Probleme mit Stalkern. Die hatten Probleme mit Stalkern und haben. Ich habe eine Idee. Die haben Probleme mit Stalkern. Und deswegen gibt es jedes Jahr eine neue Telefonnummer, aber diese Telefonnummer hat ein, intern weiß man genau, was man wählen muss im nächsten Jahr, weil die wissen genau, okay, die Problematik ist der Stalker oder die Stalker gewesen und die haben intern, haben die immer so eine gewisse Codierung. Das ist wie bei, kennst du das ausgesuchte Schlitzohr? Da sagen die doch irgendwie, pass mal auf, wenn ich sage, ich nehme die 9, dann gehst du auf die 13. Und wenn ich sage, die Code Nummer 2 vom CB-Funk. Er redet von einem dann, Film, wo es um Highways geht. Ja, genau. Und dann gehst du auf die 20. Intern wissen die genau einen Code der Telefonnummer, weil die nämlich diese Stalker. Nein, von Anfang an nein. Und nochmal nein. Ich fand die Idee gut. Ja, super. Kannst du dir mal vorschlagen. Weißt du nicht, ne? Du Fußballprofi. Ha! Keine Ahnung. Ich löse es auf. Du hast jetzt so viel gelabert. Jetzt muss auch mal Schluss sein. Also, die Telefonnummer wird jedes Jahr oder fast jedes Jahr geändert, weil sie sich wie folgendermaßen zusammensetzt. 902. Die Nummer bleibt immer gleich. Dann die ersten beiden oder die nächsten beiden. Hast du gesagt, Code? 2-9. Das steht für die Anzahl der gewonnenen spanischen Meistertitel. Alter! 1-7 steht für die Anzahl der spanischen Pokalsiege. Und die 0-9 zum Beispiel steht für die Anzahl der Europapokalsiege. Und deswegen ändert sich die Telefonnummer fast jedes Jahr. Deswegen, okay. Und es hat nichts mit Stock zu tun und es ist kein Code, den niemand kennt. Aber es ist doch ein Code. Wenn du Real Madrid-Fan bist, dann weißt du zu jedem Zeitpunkt, wie die Telefonnummer ist. Es ist doch ein Code, der sich zusammensetzt bei dieser Telefonnummer. Code ist das, was gerade bei dir aus dem Mund rauskommt. Das ist Code. Ja? Hat aber hiermit nichts zu tun. Du hättest doch das war's wieder. Schoki Banuki on the Road. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Als gedisst wirst du hier.